Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge Lispy Hughes of Might and Magic 5. Und ja, ich bin noch in der gleichen Aufnahmesession wie eben. Ihr seht hier gerade, wir waren ja damit beschäftigt, diese Burg hier zu erobern, Burg Starkbogen. Und dann können wir auch endlich Armin ausbilden und so. Jetzt müssen wir erstmal die Burg halt einnehmen, aber das dürfte nicht allzu schwer sein. Ich glaube zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad leicht. Ich werde wahrscheinlich bald auch den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen, weil ich mittlerweile ja ganz gut klarkomme, weil ich wahrscheinlich gleich irgendwann, also ab der nächsten Folge auf Mittelstellen oder so mindestens. Weil ich, also ich finde eigentlich, dass ich ganz okay bin im Moment für einen Anfänger. Und ja, ich habe die letzte Folge etwas zu kurz gemacht. Das tut mir ziemlich leid, die war glaube ich nur 14 Minuten oder so lang, deswegen wird sie jetzt 25 Minuten lang. Als kleiner Ausgleich oder so. Und ja, beenden wir erstmal die Woche. Wir müssen die Burg jetzt einnehmen, weil das ist ein sekundäres Ziel und deswegen werde ich es mal angreifen. Es hat gerade etwas gelaggt. Okay, wir platzieren wir die Bogenschützen dahinter und die Leute so, hier ist Holz, das ist ein bisschen blöd. Ja, okay, ich kämpfe einfach mal. Das ist nicht allzu schwer. Es sind 3 Fußsoldaten und 40 Bauern. Ich greife die Fußsoldaten an, weil die ja, dann doch stärker sind. Ich finde es irgendwie immer auch cool, dass die Fußsoldaten, wenn sie Schaden bekommen, irgendwelche Geräusche von Orks oder was weiß ich machen. Ja, dann schießen wir erstmal so 18 Bauern weg. Die können bis hierhin gehen, also werden wir uns hier aufstellen. Unsere Fußsoldaten werden jetzt töten und eventuell keinen Schaden kassieren. Ja. Sie haben alle getötet. So wird. Sie kassieren nichts mehr. Und gleich nochmal 2 auf. Ja, das war zu wenig. Dann eben noch unser Held einmal. Und dieser Bär, den uns getötet ist. Ja. Die Burg war nicht sehr, sehr schwer zu erobern. Wir haben keinen Verlust. Und wir haben jetzt auch wieder neue Ziele. Gucken wir uns doch gleich mal an. Wir sollen 100 Bogenschützen anwerben. Und ja, das ist unser Ziel. Wir haben jetzt die die Starkbogenburg innerhalb von einer Woche erobert und wir werden jetzt einfach mal hier reingehen. Das lädt jetzt ein bisschen, ja, jetzt bin ich gerade noch ein Video auch noch hoch, deswegen. Okay, ja. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus eigentlich. Also wir haben jetzt hier unsere Burg. Ich meine, ja, so können wir uns nochmal so angucken. Ich weiß nicht warum, aber zumindest erinnert mich dieser obere Teil hier ein bisschen an Minas Tirith von Herr der Ringe. Also mit dieser Klippe hier vorne. Wenn hier noch ein weißer Baum stehen würde oder so, wäre es noch passender. Egal. Wir haben jetzt hier ziemlich viele verschiedene neue Sachen, die man hier sieht. Hier unten haben wir unseren Helden, der gerade in der Burg drin ist. Hier können wir einen zweiten Helden haben, aber das dazu später mehr. Hier haben wir eine Stadtinfo. Die lasse ich euch jetzt mal so durchlesen kurz einmal. Außerdem bekommen wir immer 500 Gold, soweit ich weiß, durch Ertrag, 500 Gold pro Tag oder pro Woche, eins von beiden. Und ja, das ist noch was, ich versuche mal einmal hier irgendwie raus, ja. Und hiermit können wir Gebäude jetzt bauen. Sieht man, was wir, also das was schon so eine Farbe hat, das ist das, was wir schon haben, so den Dorfplatz. Der Dorfplatz ermöglicht euch den Kauf von weiteren Gebäuden und bringt eurem Königreich 500 Gold pro Tag ein. Ja, okay. Also bekommen wir jetzt 500 Gold jeden Tag dazu. Das ist ziemlich cool ist eigentlich, wenn wir Token kaufen wollen oder auch andere Gebäude noch bauen. Und ja, wir haben jetzt zur Auswahl hier einmal, ja, bitte. Ja, die Schmiede versorgt eure Armee mit Ballisten. Anderes Kriegsgerät kann für das Dreifache des üblichen Preises erstanden werden. Ihr seht schon, ich bin scheiße im Lesen, das habe ich auch schon mal angemerkt. Und die kostet halt, was man da sieht, so, ja, jetzt geh ruhig weg. 5 Holz war es, glaube ich, und 1000 Gold, ja. Und das können wir jetzt bauen, oder wir bauen die Bauernhütten, so. In den Bauernhütten könnt ihr Bauern anwerben, also wir müssen nicht immer die Gehöfte suchen, sondern können Bauern anwerben. Aber ich finde Kriegsgerät eigentlich wichtiger, deswegen bin ich dafür, dass wir Kriegsgerät bauen, also die Schmiede bauen, damit wir Kriegsgerät anwerben können. Das können wir auch hier schon gleich, das sehen wir jetzt hier gleich schon. Und ich kaufe mir mal gleich eine Balliste. Die haben wir jetzt auf dem Schlachtfeld immer hinter uns stehen und die schießen auf unsere Gegner. Ziemlich cool. Und ja, wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel erreicht. Okay.
Komisch, ich glaube, das war mal von eben. Dann sammle ich hier mal das Holz an. Ich hoffe, das ist einigermaßen viel. Ja, drei. Wir brauchen ziemlich viel Holz eigentlich. Für die ganzen Gebäude und so. Hier hinten war auch noch Holz und Bauern. Das bedeutet, wir werden erstmal dahin. Wobei auch gleich die Woche schon zu Ende ist. Das bedeutet, wir können außerdem jeden Tag, das habe ich vergessen zu sagen, in der Burg können wir jeden Tag was Neues bauen. Also, wenn wir Rohstoffe haben, bekommen wir halt jeden Tag das Gold, was auch gar nicht mehr so schlecht ist. Wir sehen schon hier, wir haben 2788, wir hatten eben nur 2288. Und dann gehen wir gleich mal zur Burg wieder hin, weil wir sehen jetzt, ja, genau, wir können die Truppen umwerben, das könnte man dann hier machen, aber wir sind halt noch nicht so weit. Ja, jetzt ist das Einzige, was wir bauen können, werden jetzt die Bauernhütten. Und das mache ich jetzt auch. Wir geben einfach das 500 Gold, was wir diesen Tag kassiert haben, aus dafür. So, für mich sieht das eben mehr aus wie Felder als wie Bauernhütten, aber egal. Ja, jetzt haben wir hier noch weitere Sachen. Und das ist auch das nächste, was ich bauen möchte: die Stadthalle. Die Stadthalle ermöglicht euch den Kauf weiterer Gebäude und bringt eurem Königreich 1000 Gold pro Tag ein. Ich weiß nicht, die kostet 2000 Gold und ich weiß nicht, ob die 1000 Gold zu den 500 Gold, die wir schon durch den Dorfplatz bekommen, dazu addiert wird oder nicht. Das sehen wir gleich. Der hat nicht noch einen Bogenschützenturm, da können wir Bogenschützen anwerben und das will ich auch machen, sobald ich genug Erz habe. Im Moment habe ich 0 und das kostet 10 Erz. Also, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Oder wir könnten uns auch die Gehöfte bauen. Da können wir halt Milizen und. Oder? Nein. Ups, die Gehöfte steigert die Vermehrung von Bauern, Milizen plus 5 pro Woche. Es wird, wir können ja pro Woche können wir jetzt Truppen hier anwerben. Also, das sieht man jetzt hier. Wir haben jetzt ja die Felder. Oder die Bauernhütten, wie es auch immer heißt. Da können wir 22 Bauern anwerben für 440 Gold. Das machen wir auch mal. Und jetzt sind die weg. Und wir können die. Also jetzt kommen wir sie bei Beginn jeder Woche resettet sich das. Das bedeutet, wir bekommen wieder 23 Bauern mehr, die wir hier anwerben können. Und wenn ich das baue, was ich da eben hatte, also was ich eben gezeigt habe, ja, genau, sehe ich auch so. Wir haben die jetzt nämlich hier stehen. Und wenn unser Held hier ist, können wir die einfach in seine Armee reinziehen. Im Moment lassen wir hier, falls die Burg angegriffen werden würde, würden die auch verteidigen. Aber ja. Die Woche der Ratte, okay. Wir reiten jetzt erstmal da oben hin. So. Ja, die nehmen wir auch gleich mit. Habe ich kein Problem mit. Und wir gehen dann mal hier hin, um uns wieder die Bauern abzuholen. Die Bewegungspunkte reichen da nicht aus. Und ja, das war gerade interessant, was da stand auch. Jetzt ist Woche der Ratte und das bedeutet, es spawnen überall irgendwelche Viecher. Ich glaube, dieses Mal. Ich weiß gar nicht, was dieses Mal war, was hier gespawnt ist. Ich weiß nicht, bei manchen Wochen spawnen halt hier bestimmte Viecher. Und die können wir dann auch mit denen entweder kämpfen oder sie halt anwerben. Und ja, das weiß ich alles. Wir können jetzt eins von den beiden hier uns holen. Ich möchte die Stadthalle haben. So. Jetzt sehen wir ja gleich, wenn wir bei 2192 Gold sind, dann wissen wir, dass es addiert wird. Und wir können jetzt wieder Bauern anwerben. Und zwar 23. Und das mag ich. Nee, das mache ich noch nicht. Das Gold brauchen wir eventuell noch. Und dann gehe ich einfach schon mal wieder in die nächste Woche rein. Und oh. Die Bogenschützen sind auf meiner Seite. Aber sie sagen, dass Aschenwald sich der Autorität des Königs widersetze. Das muss ich mit ihrem Bürgermeister ausfechten. Okay. Das wird, wir haben wahrscheinlich jetzt wieder ein neues Ziel. Ja. Wir sollen Aschenwald erobern. Ich nehme an, dass das wieder irgendeine von den Festungen ist, die wir jetzt gerade nicht sehen. Könnte interessant werden, das werden wir wahrscheinlich diese Folge nicht schaffen. Ich werde erstmal zu dem Bauernhaus hier gehen. Und wir haben 2061, das wird tatsächlich addiert. Das finde ich ziemlich cool. Ja, dann nehmen wir die auch gleich mit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier unten lang gehen sollten oder da oben. Ich bin eigentlich eher verlockt, nach hier oben zu gehen. Hier haben wir nämlich zum Beispiel eine Sägemühle, die gibt uns 2 Holz pro Tag und das brauchen wir jetzt definitiv, wenn wir weiter unsere Stadt ausbauen wollen. Also werde ich erstmal dahin laufen. Außerdem müssen wir die Festung auch erobern, die müsste woanders noch sein. Ja. Dann können wir jetzt. Das Einzige, was unsere Überfläche bauen können, wären die Gehöfte und das mache ich jetzt auch einfach.
Und da müssen wir warten, bis wir genug Erz haben, um den Bogenschützenturm zu bauen. Aber wir können jetzt immerhin die 23 Bauern anwerben und sehen wir hier. Wir bekommen jetzt, ab nächste Woche bekommen wir 28 Bauern immer, die wir frei anwerben können. So, jetzt haben wir die gekauft und jetzt haben wir erstmal keinen mehr. Wir haben 45 Bauern in der Festung, was auch gar nicht so schlecht ist. Und dann skippe ich einfach mal. Und wir reiten einfach mal weiter. Ich würde bloß gerne wissen, wo wir jetzt... Oh, okay, da war ein Gegner, das habe ich nicht gesehen. Das... Ja, ich habe nur gerade gesehen, dass das irgendwelche Pest-Zombies sind, glaube ich. Und ich hoffe einfach mal, dass die zu stark sind. Okay. Okay. Hier sehen wir auch, wir haben jetzt die Balliste. Die können wir im Moment nicht steuern, jetzt brauchen wir eine bestimmte Fähigkeit. Aber... Ja. Die hat auch schon eingekillt, also die Balliste ist ziemlich cool, weil die von alleine schießt. Und wir können es mit den Bauern eigentlich nach hier vorne wagen. Die werden von denen eh nicht getötet werden. Die sind nicht in Reichweite. Die Fußsoldaten gehen einfach nach vorne. Okay. Die töten nur 7. Und ich glaube 2 und 3, 4 und 4. Ja komm, dann greifen wir die auch noch an. Aber die Bauern haben, glaube ich, ja, schlechtere Lebensmittel, viel schlechtere. Gut, dann schießen wir nochmal 3 Stück tot. Also die schon, die sind etwas härter als die üblichen Gegner. Okay, wir begeben uns hier hin. So, und dann schießen wir weitere 4 Stück weg. Und die Balliste natürlich auch. Ein. Dann hauen wir 6 mit dem Bauern weg. Und unser Held tötet nochmal 2. Der greift die, ja, die Bauern natürlich an. 15 Verluste. Also wir haben jetzt ja mittlerweile genug Bauern eigentlich. Dann hauen die auch nochmal drauf. Wir haben durch die Schlacht, glaube ich, ziemlich viele Verluste. Was ich nicht so berauschend finde. Das muss es nicht so unbedingt sein, aber... Ich glaube, wir schaffen es jetzt... Die... In dieser Runde jetzt hier vielleicht zu machen. Die Fußsoldaten sollten mindestens 4 Stück hinkriegen. Ja. Eher mehr. Und damit haben wir gewonnen. Das ist schon mal gut. Wir haben 34 Bauernverluste gemacht, aber gegen 57 von den Zombies ist das eigentlich ganz gut. Und wir haben jetzt Stufe 5 erreicht. Das wird unsere Verteilung steigen um 1. Und wir haben jetzt wieder hier mehrere Fertigkeiten. Das ist auch interessant, weil wir jetzt Kriegsgeräte auch bauen können. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon. Mit dem. Ja, das hatten wir schon. Und Gerechtsstrafe auch. Und Vermögen bekommen wir 250 Gold pro Tag. Und ich nehme einfach mal das einfache Kriegsgerät, weil es mit der Balliste zusammen ganz gut ist eigentlich. Und dann reiten wir einfach nochmal weiter. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass wir in der Stadt keine Gebäude mehr bauen können, bis wir das hier nicht haben. Und das brauchen wir jetzt 10 Erz. Normalerweise könnten wir einen Marktplatz haben, aber der ist wohl in der Kampagne nicht dabei zu steuern. Das bedeutet, wir müssen den Tag einfach abgeben und ich glaube, ich greifen uns an. Ja, zu früh gefreut. Okay, es sind Milizen, die sind ja, wie wir wissen, außer von den Lebenspunkten nicht wirklich besser als Bauern. Das wird es dürfen wir hinkriegen. Und ich nehme die 22 wieder, die ich töte. Das soll ich ja die Zwischen erklären, warum ich das mache. So. Ja, und dann schieße ich jetzt 9 Stück davon weg. Okay. Also ich weiß nicht, ob die überhaupt lebendig noch bei mir ankommen, bis ich Zeit habe, die zu bekämpfen. Okay, mit dem gehe ich hier hin. Mit dem Bauern gehe ich dann hier hin. Dann beschützen die Bogenschützen. Und dann schalten wir für ein ganzes Bataillon schon aus. Nein, doch nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, der bleibt erstmal da. So, unser Held tötet das richtige Bataillon da.
das brauchen wir sowieso. So, Ballista hat auch schon 2 mitgenommen wieder. Und hier können wir jetzt 13 töten. Also als Chance können wir 13. Okay, das war gar nicht so schlimm. So, die können uns jetzt nicht angreifen und das ist genau passend für uns. Wir gehen jetzt da hinten hin und hauen die weg. Und ja, mit dem Bauern gehe ich jetzt auch Risiko ein. Ich meine, wir haben jetzt ja genug. Oh, die haben Critical Hit gemacht. Das bedeutet, wir haben die alle Milizen getötet, ohne irgendwie jeweilige Verluste zu machen. Das ist ziemlich cool. Dann nehmen wir auch noch gleich das Holz hier mit und ja, erobern die Sägemühle. Und gehen zu dem Gehöft hier hinten. Dann nehmen wir wieder neue Bauern mit. Ja. Und da oben ist Edelsteine. Ich gehe da einfach mal hin. Wir brauchen die jetzt nicht gerade wirklich im Moment, aber ja, wenn es schon angeboten wird, dann. Ich wollte wissen, was ist. Ist das eine. Das ist dumm. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass es unten eine Erzgrube ist. Das bedeutet, wir werden. Ich gehe jetzt einfach kurz zu den Edelsteinen. Bis sie sich bloß länger ziehen, eigentlich. Als sollte. Und auf dem Rückweg schaue ich dann beim Turm hier noch vorbei. Okay, die Bogenschützen nehme ich gerne mit. Und dann erobern wir erstmal die Erzgrube hier unten. Das hat gerade ziemlich große Priorität, weil wir unbedingt das Erz brauchen. Vielleicht schafft die es. Nicht allzu weit, fürchte ich. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob man von da aus hinkommt. Doch, ich glaube schon. Das wird von Nymphen bewacht. Das sind auch ziemlich viele scheinbar. Da muss ich jetzt das ja auch schon wieder beenden. Also Gold steigt im Moment ziemlich gut und Holz haben wir jetzt auch eigentlich on Mars. Dann versuche ich einfach mal hier hinzugehen. Ich werde wahrscheinlich eh angegriffen werden. Nein. Okay, die laufen weg, dann lassen wir sie auch weg. Wir müssen nicht unnötig kämpfen. Und jetzt haben wir die Erzgrube und zwar endlich. Das ist schon mal gut. Da haben wir jetzt die Chance, dass wir wieder. Dass wir jetzt endlich mal was vernünftig bauen können. Und ja, ich gucke mal einmal kurz in der Festung vorbei. Da konnten wir jetzt eher letztes Mal nichts machen. Ja, dann müssen wir jetzt warten, bis wir das Erz wirklich haben. Also. Ich hole mir einfach mal kurz von der Burg noch die Bauern hier ab. Ja, dann packen wir die Bauern gleich auch noch mit ein und kaufen doch wieder neue. Die lassen uns aber erstmal in der Burg einfach so. Ja, ich finde es besser, wenn man noch irgendwas so in der Rückhand hat, einfach. Auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Wir haben jetzt schon 2 Erz, das ist gut. Unser Held hat keine Bewegungspunkte mehr frei. Ich finde es ziemlich cool, wenn man sich so drehen kann hier. Ich lasse die Ansicht mal einfach so. Das ist am übersichtlichsten. Mit 4 Erz waren 10. Das bedeutet, wir müssen noch 3 Tage warten. Dann haben wir es. Okay, skippen wir einfach die Woche jetzt auch. Ich laufe hier nochmal hin, weil wir eh genug Gold haben, um uns das zu kaufen. Und wir auch als sekundäres Ziel haben, dass wir 100 Bogenschützen anwerben sollen. Also. Versuche ich jedenfalls das mal einzuhalten. So, jetzt haben wir 8 Erz. Das wird jetzt. Okay, das wollen wir nicht bauen. Wir können jetzt in der nächsten Runde können wir schon den Bogenschützenturm bei uns in der Burg bauen. Da können wir Bogenschützen anwerben. Okay, wir haben wieder Moral und Glück bekommen. Und hier können wir uns auch nochmal. Ein paar Bogenschützen. Nein, ich wollte nicht auf den Held, ich wollte einen Turm. So. Und hier sind voll Bogenschützen, die lassen wir einfach mal wegrennen. Ich wollte nicht zur Statue gehen. Okay, jetzt lass mich dann bitte trotzdem hingehen. Okay,
die unsere Moral steigert wieder, das ist immer gut. So, und dann ist es jetzt auch soweit, ich mache jetzt kurz den Zug und dann baue ich mich schon das Gebäude. Da müssen wir jetzt kämpfen, ich weiß nicht mehr gegen was, das ist doof. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, was das sind. Aber sie bekommen Schaden. Das ist gut. Blutjungfer, Blutfurie und. Ja, okay. Das dürften wir hinkriegen. Ja. Ist tot. Tot. Oh Gott, die haben eine richtig große Reichweite, das ist... Aber ich glaube, dass die uns nicht viel Schaden machen werden, deswegen werden wir uns hier nicht finden. Und die Geräusche von denen nerven war eigentlich. Die haben zwei Bauern weggehauen. Oh Gott, das ist nervig. Die können die ganze Zeit zurücklaufen. Dann werden wir uns hiermit erstmal vor unsere Bogenschützen stellen. Was gar nichts gebracht hat. Außer es ist... dass wir zwei Bogenschützen verloren haben und die Bogenschützen hier. Die letzten auch getötet haben. So, und damit haben wir die auch schon besiegt. Ich meine, dass die einen, dass die Blutfurien eine Weiterentwicklung davon sind, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, damit haben wir auch wieder Erfahrung bekommen und Gold. Da oben ist wie ein Tower, der interessiert mich auch. Und hier unten ist. Okay. Das steigert die Verteidigung von uns, das ist auch nicht schlecht. Und hier unten ist, glaube ich, noch eine Erzgrube. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier lang gehen. Ich glaube, wir haben auch gar keine andere Wahl. Okay. Und jetzt darf ich nicht vergessen, wir wollten jetzt das Gebäude bauen. Also können wir jetzt Bogenschützen anwerben. Ich glaube, weiter können wir die Festung gar nicht verbessern im Moment. Aber wir können jetzt 12 weitere Bogenschützen anwerben und dann müssen wir beenden. So. Jetzt ist unsere Verteidigung gesteigert, das ist auch nicht schlecht. Wir werden jetzt erstmal hier zur Seite laufen. Weil wir ja gerne die Erzgrube hätten. Oh, ich meine, das ist eine Erzgrube. Das sollte eigentlich eine sein. Ja, eine Erzgrube. Gut. Da sind Skelette, aber die dürften wir eigentlich locker fertig kriegen. Ja, wir können wirklich nichts Wertes bauen, das ist etwas schade, aber ich schätze mal, dass es einfach irgendwann noch kommen soll. Also, irgendwann werden wir wahrscheinlich irgendeine Mission erfüllt haben oder so und dann sind das freigeschaltet, keine Ahnung. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Oh, es gibt Bogenschützen. Die sind aber meines Wissens nach auch nicht wirklich stark. Also unsere Bogenschützen sind viel besser. Ich will die trotzdem, weil die eine größere Gefahr da stehen als die normalen Skelette. Und ich hoffe einfach, meine Balliste zieht auch auf die Bogenschützen, weil die direkt bei den in der Reichweite ist. Ja. Die sind nicht so stark, meine ich, aber ich stelle mich trotzdem zu den Bogenschützen ein, Sicherheit. Und dann hauen wir erstmal die ganzen Skelett-Bogenschützen weg. Und stellen uns mit dem Bauern nach hier. Dann greifen wir da nochmal an. So, also ich glaube, dieser Kampf ist nicht wirklich schwer. Da haben wir die noch weg. Die kommen uns zu nah. Und dann versperren wir den Weg. Dann können wir nicht zu den Bogenschützen durchkommen. Und mit denen gehen wir hier hin. Und dann schießen wir und haben schon wieder gewonnen. Kein einziger Verlust. Doch, ein Bogenschütze, stimmt. Weil wir Skate-Bogenschütze am Anfang hatten. Okay. Oh, okay. Es ist wieder eine Stufe aufgestiegen. Das ist auch cool. Das ist interessant, die Anwerbung. Aber ich will jetzt endlich mal was mit, wer sieht gerade plus 1 Zauberkraft schon bekommen, dann will ich einfach auch was mit Magie haben. Gut, wir haben eine neue Fähigkeit erworben.
Und dann werden wir noch kurz die Erzgrube erobern und dann ist auch schon Schluss mit der Aufnahme. Die geht nämlich jetzt schon viel zu lang wieder. Also irgendwie kann ich mich nicht an die 20 Minuten halten. Gut, das sind Zombies, die dürften wir eigentlich einigermaßen nehmen. Nehmen wir die 18er. Obwohl das schon weiterentwickelt sein müssten. Das dürften Pest-Zombies sein. Ja, das sind 3-3. 4-8. 9, dann nehmen wir die hier. Oh, wir haben Critical bekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also durch das Glück, was wir die ganze Zeit einsammeln, glaube ich zumindest. Dass sie eine ziemlich gute Chance haben, Critical zu machen. Und ich hoffe einfach mal, dass die Bauern jetzt auch nicht alle unbedingt sehen. Dann nehmen wir die. Und wir gehen jetzt das Risiko, dass sie unsere Fußsoldaten töten können. Okay, ich hoffe, der hat's. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen uns die hier noch vor. Wir haben die Fußsoldaten. Okay, 5 bis 8. Es kann sein, dass wir die schon weggehauen haben gleich. Nein, ein einziger lebt noch. Der ist aber. Der tötet keinen Bauern und die Bauern dürften den eigentlich klein kriegen, ja. Aber 15 Bauernverlust, das ist nicht so optimal. Aber ich glaube, jetzt dürften die eigentlich so sein. 7 Stück, das schafft die Balliste aber auch. Und die Bogenschütze und die Fußsoldaten, das dürfte dann kein Problem mehr sein. Ja, ein einziger dürfte so gut sein. Nein, 2. Und die Bogenschützen geben wieder den Rest. Mit Glück wieder. Oh. So, da bin ich wieder. Mein Handy hat geklingelt, der Timer, den ich gestellt habe. Und das war jetzt ein bisschen blöd, so laut war. Das heißt jetzt für uns, wir erobern die Erzgrube und holen uns noch das erste, was hier rumliegt auch. Und wir können jetzt auch nichts mehr großartig machen. Ich habe die Zeit schon ziemlich überschritten. Deswegen verabschiede ich mich jetzt ganz schnell, damit das Video nicht allzu lang wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.